Am Spreeufer nahe des Ostbahnhofs feiert in diesen Tagen die Bar 25 ihren Abschied hinter Stacheldraht. Vor der Kamera möchte sich hier niemand äußern. Grund für das Ende sind Investorenpläne im Rahmen des Media-Spree-Konzepts, das das Spreeufer nicht nur mit Uferwegen, sondern eben auch mit Bauprojekten garnieren will. Demonstriert wurde dagegen in der Vergangenheit mehrfach. Die Media-Spree-Gegner, denen viel an einer alternativen Kultur vor Ort liegt, sind dementsprechend auch erbost über den drohenden Verlust der Bar 25. Das wäre sicherlich ein Skandal, wenn auf einem landeseigenen Grundstück eine ganz wichtige, interessante Kulturnutzung vernichtet wird, um dann jahrelang vielleicht da eine Brache zu haben. Doch stehen jetzt auch andere Strandbars vor dem Aus? Auch das nahegelegene Jam und der Oststrand nutzen bereits von Investoren erworbene Gelände. Hier gibt man sich aber vorerst gelassen. Hier gibt es Bauprojekte, die werden auch, denke ich, irgendwann stattfinden. Aber erstmal, wir haben nächstes Jahr nochmal eine Option sozusagen, höchstwahrscheinlich. Und danach wird sich das von Jahr zu Jahr noch entscheiden. Ja. Hier wird wohl vorerst kein Wohn- und Gewerbeturm entstehen. Der Krise sei Dank? Also durch die Krise glaube ich nicht. Ich glaube eher durch die Aktion gegen Mediaspray und alles zusammen. Also ich weiß es nicht genau, woran es liegt, aber es wird immer von Jahr zu Jahr wird halt nicht gebaut und ich nehme an, es wird wahrscheinlich noch 3 Jahre so gehen. Und auch das Jahr muss vorerst keinen Bauprojekten wie etwa Luxuswohnungen mit Spreeblick weichen. Wir angeln uns von Zwischenlösung zu Zwischenlösung. Wir sind ja so diese klassischen Zwischennutzer, die mit viel Herzblut und Eigeninitiative immer wieder öffentliche Plätze bespielen. Die Pläne, ob die wirklich so verwirklicht werden, das ist sehr vage. Und wir hatten also das Glück, jetzt seit 5 Jahren hier zu bleiben, hier zu sein. Und ich gehe fast davon aus, dass es auch noch ein paar Jahre so gehen kann. Weil jetzt in der Finanzkrise ist es nicht gesichert, dass gebaut wird. Ja. Krise oder nicht, Berliner wie Touristen werden an der Eastside Gallery wohl auch im nächsten Jahr noch vom Strand aus den Blick aufs Wasser genießen dürfen.